Bewältigung der Flüchtlingskrise, wenn man sieht, wie stark die Türkei da hilft, wie wichtig ist das in unserem Verhältnis zur Türkei, von Deutschland zur Türkei? Also ich habe da eine völlig andere Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass die Türkei freiwillig und stark hilft, sondern Türkei ist ja nicht nur Transitland für die Flüchtlinge, sondern auch für die IS-Kämpfer gewesen. Ja, Das ist ein offenes Geheimnis. Jetzt lassen Sie mich aus, die aus Deutschland ausgereist sind, genau, ne? und mit Hilfe der Türkei in Syrien gelandet sind, Rückzugsgebiet für die IS-Kämpfer. Und Türkei war maßgeblich verantwortlich für die Lage in Syrien, dass der IS im Nahen Osten und im Irak in den letzten 1,5, 2 Jahren so gewütet hat. Und Türkei ist verantwortlich auch für diese Fluchtursachen der Menschen. Und Unfassbar. Türkei ist natürlich Grenzland zu Syrien und Aber Irak. Türkei Das ist nimmt doch, ganz viele Menschen ja, aber das auf, liegt doch nicht? in der Natur der Sache, wenn Türkei an Syrien und Irak ist, dass da die Menschen über die Grenze zur Türkei kommen. Und wir hätten vor allen Dingen die UN-Hilfsorganisation stärken müssen. Der Westen und die EU hat die UN alleine gelassen. Wir haben die Hilfen eingestellt und jetzt wundern wir uns, dass die Menschen sich in den Flüchtlingslagern nicht wohlfühlen.